So, meine liebe Tofu, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video aus der Sportbild, die Lesermeinungen und die Themen 2 über Hertha BSC, einmal über die Gehaltsobergrenze, einmal über die Weltfußballerwahl, das automatische Abseits, zwei Aussagen über den Twist zwischen Bellingham und Schiedsrichter Zweier und einmal über RB Leipzig. Fangen wir an mit der Lesermeinung. Eckel, Vorbild für die Ewigkeit. Ruhen Sie in Frieden, Horst Eckel. Leider ist nur noch der letzte Spieler der Weltmeistermannschaft von 1954 verstorben. Für die Fußball noch Leidenschaft, Liebe, Zusammenhalt und Respekt bedeutete. Das sind Werte, die man im heutigen Fußball vergeblich sucht. Natürlich haben sich die Zeiten geändert, aber Fair Play sollte weitergehen. Dann zwei Meinungen über Hertha BSC. Kein echtes Konzept zu erkennen. Teil von Korkut als Retter. Auf so etwas kann nur Hertha kommen. Das ist Trainer. Resterampe statt gezielter Auswahl und passt leider zu Hertha. Viel Geld für wenig Gegenleistung. Seele des Vereins. Hertha hat sich mit dem Rausschmiss vom Trainer Pal Dardai keinen Gefallen getan. Er war auch ein Stück unersetzliche Seele des Vereins. Die Gehaltsobergrenze. Ein Limit muss her. Die ganze Bundesliga braucht eine Gehaltsobergrenze, nicht nur der erste FC Köln. Wenn man die Gehälter einiger Spieler vom FC Bayern oder Borussia Dortmund sieht, fragt man sich wirklich, in welcher Welt die Fußballer inzwischen leben. Dann eine Aussage zur Weltfußballerwahl. Bundesliga fehlt die Anerkennung. Als Bayern-Fan muss ich sagen, dass der Rekordmeister selber schuld ist an der Niederlage von Robert Lewandowski bei der Wahl. Das Schwächen der Konkurrenz hat dazu geführt, dass die Bundesliga weltweit nicht die Anerkennung hat wie die Serie A, Premier League oder La Liga, weil Bayern ständig Meister wird. Das wirkt sich auch auf die Anerkennung der Spieler aus. Bei Real, Barca oder Juve wäre Lewandowski längst dreimal Weltfußballer. Das automatische Abseits, offen für Technik. Ich bin offen für neue Videobeweistechniken bis hin zur künstlichen Intelligenz. Aber bei unserem Fußballsport bringen auch Fehlentscheidungen doch erst die wichtigen Emotionen rein. Dann der Twist über Bellingham und Zweier, keine Strafe für die Wahrheit. Bellingham zu bestrafen, weil der Schiedsrichter Zweier aus Vergangenheit im Wettskandal anspricht, ist doch wohl ein schlechter Witz. Der Junge hat ja nun nicht völlig Unrecht, egal ob damals schuldig oder nicht, Zweier hatte nie wieder solch ein brisantes Spiel pfeifen dürfen. Unnötige Aussage. Wer hat dieses Spiel mit der Wettaffäre von, was hat dieses Spiel mit der Wettaffäre von 2005 zu tun? Nur weil eine Entscheidung in einem Spiel richtig oder falsch ist, sollte Bellingham so etwas nicht sagen. Dann noch über RB Leipzig. RB Leipzig, schlechte Transfers. Boss Minzlaff sollte sich an die eigene Nase fassen, die Einkäufe fast alle ein Reinfall. So, das war's wieder mal mit einem Video. Haut rein und ciao.